Wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich zu dieser gemeinsamen Zeit im Livestream mit Gottes Haus. Amen. So, wir freuen uns auf diese gemeinsame Zeit, wo wir uns aufbauen wollen mit dem Wort Gottes. Aufbauen, ermutigen, erfrischen, alles das, was im Wort Gottes für uns vorhanden ist. Heute mit Geschichtsstunde. Heute mit Geschichtsstunde mit Pastor Martin. Mhm. Ich freue mich auf die Geschichtsstunde. Ich weiß schon diesen Inhalt. Und das ist eine meiner Lieblingsgeschichtsstunden. Was ein deutsches Wort. So, aber was unser Herzensanliegen ist, das ist einfach dieser Hunger und Durst, der im Land jetzt neu aufbricht. Die Veränderung mit dem Wort Gottes, mit dem Heiligen Geist, mit dem Herrn, mit Jesus, mit Gott, einfach diese ganzen Dinge und die Rückmeldungen, die wir bekommen, die berichten uns davon, dass einfach dieser Hunger da ist und dieser Durst und nach dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, mit dem Vater und Jesus, dem Sohn. Und das ist etwas, was uns wirklich antreibt und was wir lieben und wofür wir immer kämpfen, wieder stehen, vorangehen, beten, ja, immer wieder fighten. Da sind. Und jemand hat geschrieben, ich bin so dankbar, dass ich das jetzt endlich verstanden habe. Ich bin eine neue Kreatur in Christus. Halleluja. Und da finde ich auch die letzten Livestreams sehr wertvoll. Wenn du die noch nicht geschaut hast, schau noch mal da rein. Reich Gottes und Reich der Welt, wir als Botschafter und eben die Neuwerdung. Und dann hat jemand was ganz Nettes geschrieben, das sage ich jetzt am Anfang, obwohl es den Schluss betrifft. Da hat jemand geschrieben, wir winken euch auch immer zum Abschluss. Das fand ich so süß, so nett. Also wenn wir nachher am Ende angekommen sind und uns verabschieden, wink uns zurück, wir nehmen das dankbar an. So, lasst uns lesen heute aus Judas 1. Judas ist das vorletzte Buch in der Bibel und wird nicht so oft irgendwie erwähnt. Ne? Es ist ja auch ein kleines Buch. Ja, ist nur ein ganz kleines Buch, wenig Verse. Aber heute ist mir das wieder ganz neu aufgefallen. Und es sind so geniale, ermutigende Worte. Und wir wollen die uns miteinander anschauen. Es fängt schon gut an. Ihr aber, Geliebte... Moment mal. Ab Vers 20. Ja, Judas 1, 20 bis 25, das ist hinten fast der Schluss. So, ihr aber, Geliebte, das fand ich schon so eine bemerkenswert schöne persönliche Anrede, dass ich dachte, das ist wirklich ein Titel, den ich von Gott so gerne annehme. Ich bin geliebt bei ihm und du bist geliebt Halleluja. Von ihm. Das ist einfach ein Gnadengeschenk. So, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Yes. Und der einen, die zweifeln, erbarmt euch. Ist das nicht ein geniales Wort? Der einen, die zweifeln, erbarmt euch. Rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Das ist stark. Das ist stark und das ist eigentlich das, was wir in den letzten Livestreams hatten. Dass wir als Botschafter in dieser Welt unterwegs sind und unterwegs sein sollen. Und hier heißt es, der einen, die zweifeln, erbarmt euch. Geht nicht über sie weg, schiebt sie nicht zur Seite, sondern rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Der anderen erbarmt euch aber mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Kleid hasst. Und jetzt kommt der Lieblingsabschluss in Judas. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos und mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Heiland durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät,
Gewalt und Macht vor aller Zeit und in alle Ewigkeit. Yes, Halleluja. Welch ein gigantischer Ausklang von diesem Buch Judas. Und das ist immer wieder etwas, was mich total zutiefst bewegt. Dem aber, der euch zu bewahren vermag, dem aber, der dich in dieser Woche bewahrt hat, der dich heute den Tag durchgetragen hat. Wir wissen manchmal gar nicht, wie oft Gott uns bewahrt, weil wir es oft so als selbstverständlich hinnehmen. Oder weil unsere Erfahrungen, die waren, auch gestern bin ich beim Autofahren bewahrt worden, passiert mir heute auch nichts. Und trotzdem erlebe ich immer wieder, wenn ich auch Nachrichten höre, wo es zu Schaden gekommen ist, wie bewahrt wir sind. Und deshalb hier diese Bewahrung ganz im Natürlichen, aber auch die Bewahrung in unserem Glaubensleben. Also nochmal zu der Bewahrung. Ja. Wenn der Feind könnte, wie er wollte. Genau, das glaube ich auch. Dann würden wir den morgigen Tag nicht erleben. Ja. Ne? Mhm. Durch irgendwas. Der Herr hält kontinuierlich seinen Schutz, seine Bewahrung, seinen Segen über uns. Ja. Hat seine Engel um uns herum und wir realisieren das häufig nicht. Manchmal sind wir auch sehr undankbar, weil wir keinen Blick dafür haben. Ja. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir absolut als Söhne und Töchter Gottes, die hier in dieser Welt sind, bewahrt sind, geschützt sind. Ja. Ja? Denn wenn das nicht so wäre, wir sind das Hauptangriffsziel des Feindes. Wie gesagt, wir würden den morgigen Tag nicht erleben. Ja? Aber die Hand des Herrn ist auf uns. Und manchmal passiert ein bisschen was, damit wir merken, hey, wir stehen in einer realen Situation mit einem realen Feind und wo es auch reale Gefahren gibt. Ja. Und eben auch noch viel mehr diesen Glaubenslauf, den wir ja alle zu laufen haben. Der Herr wird das, was er angefangen hat in uns, den Glauben, den er in dir begonnen hat, er garantiert dafür, dass du auch ankommen wirst. Er wird dieses Werk vollenden. So spricht die Bibel davon. Yes. Und Halleluja. Das ist dieses, dass der Herr uns mit Jubel, mit dieser ganzen Intention Gottes, wird er dafür sorgen, dass wir vor ihn hingestellt werden, vor seine Herrlichkeit, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann wird aufgezählt, unser Heiland, und dass er einfach alles in allem ist. Und ihm gebührt alle Herrlichkeit, alle Majestät, alle Ehre, aller Ruhm, aller Lobpreis. Und Herr, das ist das, was aus unseren Herzen jetzt zu dir aufsteigt. Das wollen wir dir jetzt bringen, diesen Lobpreis unserer Lippen, dass wir sagen, Herr Jesus, danke, dass du für uns da bist. Danke, dass du den Glauben in uns begonnen hast. Danke, dass du uns herausgerufen hast, herausgezogen hast. Die Bibel sagt, herausgezogen aus Schlick und Schlamm. Und Herr, wir danken dir, dass du unsere Füße auf neuen Grund gestellt hast. Wir danken dir, dass du uns bewahrt hast, dass du so oft deine Engel um uns gestellt hast. Wir danken dir, dass du deine Engel aufbietest für uns, dass unser Fuß nicht an einen Stein stößt. Wir preisen und wir ehren dich. Ja. Halleluja. Herr, wir danken dir dafür, dass du derjenige bist, der uns vor dem Straucheln bewahrt. Herr, jeder von uns ist in der Gefahr zu straucheln. Jeder von uns befindet sich auf gefährlichem Terrain. Aber du bewahrst uns vor dem Straucheln. Du bewahrst uns davor. Und du stellst uns tadellos vor dich. Tadellos, makellos, akzeptiert, angenommen, geliebt. Ja. Da ist nichts, was zwischen dir und uns steht. Herr, Halleluja, was für ein Vorrecht. Mit Jubel stellst du uns vor den alleinigen Gott. Halleluja, was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht, weil du unser Heiland bist, weil du Jesus Christus, unser Herr und Retter bist, weil in dir unser Heil ist. Halleluja. Und deshalb sei dir Majestät und Herrlichkeit, Gewalt und Macht von aller Zeit bis in alle Ewigkeit. Halleluja, wir preisen dich, Herr, wir preisen dich für das, was du uns schenkst, wir preisen dich für das, was du uns gibst, wir preisen dich für deinen Segen, wir preisen dich für deine Führung, wir preisen dich für deine Versorgung, deinen Schutz, deine Gnade, wir preisen dich
mit allem, was wir haben. Wir sagen, ja, wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass wir in dir sein können. Und dass du uns mit allem versorgst und in deinen Segen hineingenommen hast. Wir danken dir dafür, dass wir gesetzt sind als Botschafter an Christi Stadt hinein in diese Welt, die ja leidet und am zugrunde gehen ist. Aber wir sind Botschafter des Lichtes, der Versorgung, des Segens, der Gnade. Und dafür ehren wir dich für dieses Vorrecht. Halleluja. Halleluja. Und Herr, wir wollen auch beten, dass wir fähig sind, uns daran erinnern, dass wir den Wunsch in unserem Herzen haben, uns derer zu erbarmen, die unsicher sind, die zweifeln, die noch nicht für dein Reich gewonnen sind. Wir wollen sie aus dem Feuer herausreißen. Wir wollen nicht zurückhalten. Herr, rüste uns aus, als gute Botschafter in deinem Reich unterwegs zu sein. In dem Namen Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Halleluja. Cool, ne? Das ist schon stark. Ja, ich fand das auch cool. So, du hast etwas. Ja, ich möchte nochmal die Broschüre ansagen, die vom Christen im Widerstand jetzt rausgegeben worden ist. Wissenswertes zur Corona-Impfung. Also das ist hier eine A5-Broschüre, 44 Seiten. Also ich finde es sehr, sehr gut gemacht mit vielen Facts und vielen grafischen Darstellungen. Ja, hier Menge irgendwelche Tabellen und Charts und so weiter. Also es ist wirklich umfassend von verschiedensten Seiten beleuchtet. Und also ich bin sehr angetan. Wie gesagt, das gibt es nicht bei uns, sondern da gibt es bei Christen im Widerstand. Die haben davon 100.000 Stück gedruckt. Kann man dort bestellen zum Weitergeben. In, ja, wo immer auch immer, beim Arzt beispielsweise, ja? Ja, oder wenn, auch Gespräche in den Familien sind. Also einfach eine coole wenn Sache. Wenn die Argumente fehlen oder es ist manchmal schwierig, das Richtige zu sagen. Ja. Und hier ist es einfach sehr gut, sehr übersichtlich und sehr korrekt dargestellt. Ja. Sodass es nicht darum geht, das ist aber jetzt meine Meinung und die will ich jetzt durchdrücken, sondern es ist hier aufgearbeitete Information, die wirklich sehr gut ist. Genau. Du findest bei uns auf der Webseite unter Texte, da findest du die Information, wie du hier weiter rankommen kannst. Ansonsten ist es am besten, wenn du auf der Webseite vom Christen im Widerstand gleich schaust und das da bestellst. Wie gesagt, das gibt es nicht bei uns, das muss man da bestellen. Ja. Und wir sind aber kostenlos? Sehr begeistert davon. Oder? Es ist kostenlos. Man freut sich natürlich über eine Spende, eine Unterstützung und so weiter. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass das unter das Volk kommt. Ne? Also von daher eine super, super Broschüre, hinter der wir komplett stehen. Wissenswertes zur Corona-Impfung. Corona-Impfung. Und da gibt es hier wahrhaftig inzwischen einen Haufen sehr, sehr, sehr eigentümliche Entwicklungen, würde ich mal vorsichtig sagen. Ne? Das ist gut ausgedrückt. Gut ausgedrückt, ja. Gut, heute werden wir gleich uns mit einem sehr interessanten Thema beschäftigen, über das du wahrscheinlich noch nicht wirklich etwas gehört hast und wenn, dann vielleicht im Geschichtsunterricht oder sowas. Und das ist so, dass man sich fragt, was hat denn das jetzt für eine geistliche Komponente? Wo ist denn da eigentlich die Botschaft drin? Also ich werde erstmal richtig schön diesen geschichtlichen Überriss geben und dann hinterher wollen wir uns das Ganze mal mit, sagen wir mal, geistlich-prophetischen Augen anschauen und dann gucken wir uns noch ein paar prophetische Worte an. Fängst du jetzt an? Nein, ich wollte nur schon mal ein bisschen Werbung machen. Okay. Okay, super. Ja. Dankeschön. Dann überlässt du mir das Feld. Ich überlasse dir das Feld. Okay, das ist gut. Ja, vielleicht habt ihr es in der Ankündigung schon gelesen. Ich will mal ganz kurz sagen, wie ich zu diesen Themen in dem Livestream komme. Oft ist es so, dass mir so in der Woche beim Bibellesen ein Wort Gottes auffällt oder ein Vers fällt mir auf oder eine Beschreibung von einem Bericht im Alten oder Neuen Testament und dann denke ich darüber nach und dann vertiefe ich mich in diese Situation. Dann versuche ich, mich reinzudenken, wie haben sich denn die Leute gefühlt, die jetzt in diesem Bericht vorkommen? In welcher Situation waren sie? Welche Herausforderungen hat es vielleicht für sie gegeben?
Und das mache ich deshalb, damit ich überhaupt so ganz erfassen kann, worum es hier eigentlich geht. Also ich lese nicht nur ein Kapitel in der Bibel, damit ich ein Häkchen machen kann, jetzt habe ich aber ein Kapitel in der Bibel gelesen, sondern es kann sein, dass ich manchmal an einem oder zwei Versen, manchmal nur an einem Satz hängen bleibe und dann denke ich darüber nach. Und das begleitet mich manchmal, auch wenn ich dann andere Sachen lese, andere Texte lese, begleitet mich trotzdem dieses erste Bibelwort über ein paar Tage. Und dann bete ich um dieses Wort drumherum und ich frage den Herrn, was ist denn eigentlich jetzt hier in diesem Bericht oder in diesem Wort, was ist das Wichtige für mich? Worum geht es für mich? Wo wird hier mein Glaube angesprochen oder mein Glaube aufgebaut? Und was kann ich lernen? Was willst du mir mitteilen für mein ganz persönliches Leben? Und dann beginne ich auch darüber oft zu forschen. Ich lese Bibelkommentare oder ich lese manchmal Sachen im Internet oder wie auch immer, um einfach diese Dinge mehr zu erfassen. Und in dieser Woche war es wieder so, dass ich über einen Text mir Gedanken gemacht hatte. Und ich kam da irgendwie nicht so richtig weiter. Und dann habe ich gesagt, Herr, also jetzt musst du mir irgendwie sagen, worum es jetzt wirklich geht und kann ich das als Thema auch im Livestream vielleicht mit anderen teilen? Und dann gab es eigentlich nur ein Wort. Wisst ihr, das kann auch manchmal so sein, dass der Herr zu uns spricht und uns nur ein einziges Wort gibt und dieses Wort kann viele Dinge in uns in Bewegung bringen. Es kann uns viele Dinge unseres Glaubens erklären und es kann uns weiterbringen auf unserem Glaubensweg. So, und dieses eine Wort, das habe ich mir in diesen Tagen oft angeschaut, viel drüber nachgedacht und gelesen. Das eine Wort heißt Festlegung. Ein ganz, ganz deutsches Wort, Festlegung. Und ich habe zuerst mal geschaut nach der Wortbedeutung von diesem Wort Festlegung oder Festlegen. Festlegung bedeutet so viel wie, ich treffe ein Abkommen mit etwas. Ich stimme quasi darin überein. Ich treffe eine Entscheidung und nehme eine Fixierung vor, also ich konzentriere mich auf einen Punkt. Ich lege das, was ich gehört oder gesehen oder empfunden habe, in mir fest. Versteht ihr? Festlegung ist etwas, was vor allen Dingen in unserem inneren Menschen passiert. Es passiert schon auch vom intellektuellen Bereich, dass wir abwägen, dass wir etwas hören, dass wir etwas sehen und dann eine Entscheidung treffen. Aber viele Dinge sind auch mit Emotionen untermalt und deswegen finden diese Festlegungen oft in unserem inneren Menschen statt. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Festlegung kann auch einen Vergleich beinhalten, indem ich mich einfach, wenn ich verglichen habe, die eine Seite und die andere Seite abgewogen habe, die eine Seite, die andere Seite, vielleicht eine positive, eine negative, aber oft gibt es auch zwei positive Seiten und trotzdem muss ich mich dann für eine entscheiden oder ich entscheide mich freiwillig dann für die eine Seite, die ich dann übernehme. Wenn ich etwas festlege, dann handle ich in einer bestimmten gesetzten Richtung und treffe dann auch meine nachfolgenden Entscheidungen danach. Also wenn ich mich für etwas entschieden habe, dann werden die Reaktionen meines Lebens, meiner Dinge im Alltag, meiner Bewegungen im Alltag, werden diesem folgen, was ich mir vorgenommen habe. Festlegen bedeutet auch, eine Aussage oder eine Sache festnageln. Das kennt ihr bestimmt, auch vom Sprachgebrauch gibt es das manchmal, dass jemand gesagt hat,
Der andere hat mich im Gespräch festgenagelt. Das ist auch eine Art Festlegung. Ich konnte nicht mehr anders. Der hat mich so in die Enge gezwungen. Er hat das festgenagelt, was da gesagt wurde, und damit gab es keine Bewegung mehr. Dann war es nämlich nicht mehr variabel und nicht mehr veränderlich. Und das war die Absicht, wenn etwas wie festgenagelt wurde. Bei einer Festlegung kann ich mich sogar genötigt fühlen, also eine Art, ich würde mal sagen, eine Art Zwang, eine Art Manipulation. Eine Festlegung kann etwas sein, wozu mich andere drängen oder wozu andere mich zwingen. Es kann auch eine Beschränkung meiner Freiheit beinhalten und ich bin dann festgelegt, in dieser Beschränkung zu leben, zu laufen, zu handeln und oft auch zu denken. Ich kann also nicht anders, als in dieser Festlegung zu laufen, obwohl ich im Inneren eine ganz andere Denke, einen anderen Willen, eine andere Überzeugung habe. Und trotzdem zwingt die Festlegung anderer, uns in diesen Wegen zu laufen. Eine Festlegung kann auch eine Spezialisierung sein auf etwas, das besonders ist, das außergewöhnlich ist, herausragend und damit ein Alleinstellungsmerkmal hat, auf das ich alles setze. Also etwas ganz, was man so im Alltag nicht hat, was man im Alltag nicht täglich, dem man nicht täglich so begegnet, aber da setze ich mein Augenmerk drauf und folge diesem, was so außergewöhnlich ist, und oft nimmt dieses Außergewöhnliche unseren Blick gefangen, unsere Agenda gefangen. Oft ist das, was so herausragend ist, obwohl es vielleicht auch negativ ist, es nimmt meine, wie soll ich sagen, meine Augen gefangen. Ich fixiere mich darauf. Eine Festlegung ist auch etwas, von dem ich mir viel Hoffnung versprochen habe. Etwas, das mir Sicherheit gibt, mich schützt und mir einen Rahmen oder auch Anerkennung geben kann. Festlegen kann auch ein Beharren auf eine oder auf einem, also auf meine Meinung oder auf eine andere Meinung sein, eine Ansicht, die ich dann bewerte, finde ich die Ansicht richtig, Entschuldigung, oder finde ich sie jetzt falsch oder unangebracht oder blöd oder fühle ich mich nicht gut bei dem Mitteilen von dieser Ansicht. Und ich bewerte das dann aus meiner Überzeugung heraus. So, also wir sehen auch, eine Festlegung hat eine unter Umständen positive Seite und eine negative Seite. Und danach treffen wir unsere Entscheidung. In unserer Kommunikation miteinander wird es dazu kommen, dass wir eine andere Person versuchen festzulegen und wir haben uns dann auch so unsere Meinung über diese Person gebildet. Versteht ihr? Wir haben vielleicht ein Erlebnis gehabt mit einer Person, wo sich Dinge ereignet haben und ich habe mir aufgrund dieser Situation dann so meine Meinung gebildet. Meine Meinung hat nicht unbedingt existenziell mit der Situation zu tun, sondern die Situation macht sich an der Person fest und diese Meinung, die ist dann in mir gefestigt. Das ist dann auch so, dass wenn ich mich an die Situation erinnere oder wenn ich diese Person sehe, dann macht es sofort Klick und ich weiß, ach, das ist die oder ach, das ist der. Das bringt sofort die ganzen Erinnerungen zurück und dann bleiben wir oft bei dieser inneren Festlegung. Naja, die ist eben so. Naja, der ist eben so oder die Situation ist eben so. Da kann man halt nichts machen. Das steht dann dahinter.
Und dann gibt es noch diese Festlegung von Menschen, die sie selber über sich treffen. Die sagen dann, ich bin eben so. Ich habe mich im Inneren festgelegt, ich bin eben so, ich kann nichts dazu, ich wurde so. Viele Dinge werden dann so aufgelistet, warum man so geworden ist, wie man ist. Und Dinge, Menschen, Situationen, die einen in Bedrängnis gebracht haben oder in Schwierigkeiten. Und dann sagen die Leute, ich bin eben so und ich kann mich nicht verändern. Also die anderen müssen schon sehen, wie sie mit mir zurechtkommen. Und das ist eben jetzt Stand der Dinge. Und mit diesem Ich bin eben so graben sich viele Leute oft auch eine Veränderung ab. Sie sagen nicht, ich könnte eventuell mich verändern, sondern sie haben sich festgelegt. Sie haben wie eine Sperre, ein Schloss zugeschlossen um ihre Herzen, dass sie nicht mehr bereit sind oder meinen, nicht mehr bereit sein zu können, dass sie aus dieser Ich bin eben so heraustreten können. Und sie legen sich innerlich fest. Und manche sagen, ja, weil ich eine so besonders krasse Kindheit hatte oder weil meine Finanzen so sind, wie sie sind oder weil meine Frau oder mein Mann so sind, meine Kinder so sind, die wollen sich ja auch nicht verändern und dann habe ich auch dieses Handicap und das sind alles Dinge, die aufhalten, die einfach immer mehr in diese Festlegung hineinzwängen und hineindrängen. Und manche Leute sagen einfach auch, die in Süchten gefangen sind, meine Abhängigkeit, meine Sucht, viele, die in Abhängigkeiten oder in Suchtverhalten sind, die machen da auch keinen Hehl draus. Die wissen schon sehr, sehr gut Bescheid über ihr eigenes Verhalten. Und sie sagen eben, meine Abhängigkeit ist so groß und so stark und ich kann mich in dem Sinne nicht mehr verändern. Ich muss mein Leben lang so bleiben, wie ich bin. Und sie meinen, sie können sich nicht anders entscheiden. Was ich in den letzten Monaten festgestellt habe, fast kann man schon sagen, jetzt ist es bald ein Jahr, denn im März ist es ja nur ein Jahr gewesen, dass wir uns auch in einer Festlegung bewegen müssen. Und das ist etwas, was viele wirklich bedrängt hat. Und viele haben eine Übereinkunft damit getroffen. Für uns alle ist es sehr schwierig geworden. Wir konnten auch teilweise gar nicht da rauskommen aus dieser Festlegung. Aber viele haben sich auch inhaltlich im inneren Menschen damit arrangiert. Es ist ein Unterschied, ob wir im Inneren einer Festlegung zustimmen oder ob wir im Inneren noch immer unsere eigene Meinung, unseren eigenen Kern, unser eigenes Denken, unsere Ansicht, unseren Willen und unsere Entscheidungsfähigkeit behalten haben. Und viele haben sich diesen immerwährenden negativen Überzeugungsnachrichten und den Bildern geöffnet und sie haben sie in sich hineingenommen und haben gesagt, ja, das ist eben so und das ist ganz furchtbar schlimm und ich glaube auch, dass das alles wirklich richtig ist, was jetzt gemacht werden muss und ich stimme dem zu. Ich ordne mich unter oder ich ordne mich ein in diese Festlegung. Ich war heute einkaufen, das möchte ich gerade mal an der Stelle hier sagen, und es hat mich fast erschüttert, dass vor mir ein Mann stand, der eine Maske getragen hat und auf der Maske noch eine zusätzliche Maske mit einem Plastikschild. Also nicht dieses ganze Schild, sondern das war jetzt was ich noch gar nicht gesehen hatte. Das war wie mit Brillenbügeln festgemacht, eine Maske über der Maske der Maske. Und versteht ihr,
Das ist eine innere Festlegung. Da ist so viel Angst, dass Menschen wirklich aus dieser inneren Festlegung gar nicht mehr raustreten können. Und das ist wirklich schlimm. Dann stand ich im Kassenbereich und dann war eine Frau vor mir dran und die sagte zu der Verkäuferin, ja, ich brauche noch eine große Schachtel Zigaretten, jetzt so fürs Wochenende. Und also wissen Sie, Rauchen schützt ja vor dem Virus. Und wenn ich jetzt mehr rauche, dann bekomme ich ja den Virus nicht. Und zum Glück hat die Kassiererin gesagt, darauf würde ich mich aber nicht verlassen. So, also versteht ihr, das ist etwas, wo ich sage, das ist eine innere Festlegung. Sie kann gar nicht mehr oder meint, dass sie gar nicht mehr da raus kann. Und das ist etwas, wo wir, wo ich feststelle, da ist so wenig Reflexion, da ist so wenig Zulassen einer anderen Meinung, einer anderen Information, einem anderen Standpunkt, sondern man hat einfach den Riegel vorgeschoben und man bleibt dabei. Man hat sich auf eine bestimmte Ansicht einfach festgelegt. Und diese Festlegung wird tatsächlich von einer immerwährenden Angst unterstützt. Und das ist letztlich etwas, was in Unfreiheit führt. Und das, was ich vermute, ist, dass es mit diesem Angstphänomen, mit diesen Panikattacken zunehmend wird. Ich habe jetzt auch gehört, auf dem Anrufbeantworter von uns hatte jemand sein Gebetsanliegen abgegeben und sie hatte gesagt, ich bin schon so lange Christ, aber ich habe immer noch Angst und ich habe immer noch Panik. So, also wenn du damit zu tun hast, würde ich dir als erstes jetzt schon mal raten, dass du Abstand nimmst von dieser negativen Berichterstattung, dass du dich wirklich von den Bildern distanzierst. Vielleicht musst du das auch im Gebet machen, dass du sagst, also es gibt ja viele Leute, die auch letztes Jahr im Frühjahr, im Sommer diese ganzen Bilder, diese Videos, diese Filme und alles angeschaut haben. Und ich habe auch schon von anderen gehört, dass es einfach so ist, dass sie diese Bilder nicht mehr loswerden, dass sie immer wieder daran erinnert werden an diese vielen Särge und an die Katastrophen und all diese Dinge. Und dann haben sie auch gehört, ah, der hatte das und die hatte das. Und ja, es ist, wenn jemand daran erkrankt, wahrscheinlich eine schwierige Sache. Aber wir haben vorhin zum Eingang gesprochen, der Herr hat uns so oft bewahrt. Er wird dein Leben bewahren. Er hat doch einen Plan für dein Leben. So, aber wenn du diese Bilder in dir aufgenommen hast, wenn du sehr viele negative Nachrichten dir anschaust und diese Dinge nicht mehr los wirst, dann musst du darüber beten. Dann solltest du wirklich den Herrn um Gnade bitten. Dann solltest du aktiv sagen, Herr, in Jesu Namen schneide ich mich von diesen Bildern ab. Ich schneide mich von diesen Eindrücken ab. Ich schneide mich von dieser Begrenzung, von dieser Festlegung, die da in mein Herz gekommen ist. Ich schneide mich davon ab. Und ich bete, dass diese Ketten jetzt abfallen. Ich bete, dass du jetzt frei wirst von dieser Angst, von dieser Panik und dass du dann wirklich dahin kommst, dass du dein Herz neu auffüllst. Versteht ihr, wenn ihr Dinge mit dem Herrn klärt, wenn ihr Dinge in Ordnung bringt, wenn ihr Dinge abschneidet, wirklich im Gebet euch davon trennt und lossagt, dann nimmt der Herr das weg. Geh mit, wirklich auch mit einem bußfertigen Herzen da rein. Sag, Herr, es tut mir leid, dass ich mich viel zu viel mit diesen negativen Dingen beschäftigt habe und viel zu wenig mit dir beschäftigt habe. Ich habe mich zu wenig mit der Beziehung zu dir und mit dir beschäftigt. Und das tut mir leid. Und ich bitte dich, dass du mein Leben auf einen völlig neuen Grund stellst, dass du mich auf den Felsen wieder hebst. Und er wird es tun. In der Bibel heißt es, so ihr eure Sünde bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er euch die Sünde vergibt und euch reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das trifft für dich zu. Schneide dich von diesen negativen Dingen ab und versuche wirklich dein Leben zu füllen
mit dem Wort Gottes. Es ist so ein Reichtum darin, so eine Freude, so eine Tiefe, so ein Leben, so eine Kraft, so eine Vollmacht, die dann in dein Leben kommt. Und das solltest du nicht verpassen. Du sollst dein Leben nicht in diesen Festlegungen leben. Wollte ich natürlich euch erstmal ein bisschen so da reinführen, dass ihr versteht, was eine Festlegung ist und was Festlegung auch mit uns macht. Aber nun geht es mir ja nun nicht so sehr um diese menschlich-gesellschaftliche Definition, sondern mir geht es eigentlich um die Festlegungen in unserem Glaubensleben. Denn das ist wirklich identisch. Das Gleiche in unserem Glaubensleben ist es nämlich auch so, dass wir bestimmte Dinge für uns festgelegt haben. Da ist es zum Beispiel so, dass wir wirklich ein Bild von Gott entwickelt haben. Sagen wir mal, es ist mehr als ein Bild, es ist eine Annahme, es ist etwas, was wir uns vorstellen, etwas wie Gott in unserem Leben handeln muss. Wir haben eine Festlegung getroffen, welche Erwartungen wir an Gott haben. Wir haben eine Festlegung getroffen, was wir glauben und was Gott unbedingt tun muss in unserem Leben. Und wenn wir beten, dann muss er das aber genauso erfüllen. Und wir entwickeln aufgrund anderer Meinungen, also wenn Menschen aus einem bestimmten Glaubenshintergrund kommen oder aus einer, ja, aus erlebter Struktur in ihrem Glaubensleben, vielleicht aus verschiedenen Gemeinden, wo das so gelehrt wird, dann wird ein bestimmtes Bild zum Beispiel über den Heiligen Geist gegeben. Und die Menschen, die es hören, die übernehmen das und sie legen sich innerlich fest und sagen, damit will ich aber nichts zu tun haben. Oder sie legen sich fest in dem Gebet in Zungen. Das geht aber gar nicht und dann kommt der Zeigefinger und das ist ganz schlecht und man hat sich festgelegt, dass man in dieser Meinung bleibt. Auch über Wunder. Ja, Wunder gibt es heute nicht mehr, heißt es dann. Wunder gab es nur zur Zeit der Apostel. Es gibt auch mit dem Lobpreis, da muss man ja auch immer aufpassen. Das ist ja in dem, wie sich das anhört, so weltlich. Und das kann ja gar nicht so gut sein. Dann das Thema mit Engeln. Oh, wir sollen doch keine Engel anbeten. Nein, sollen wir nicht. Steht auch so in der Bibel. Das ist wirklich so. Oder das Thema, die Frau schweige in der Gemeinde. Das ist wirklich immer noch ein großes Thema. Und es ist schon manchmal wirklich erstaunlich, was für Festlegungen, welche Themen da getroffen werden. Und es ist einfach so, dass diese Festlegungen in unserem Glaubensleben, wenn sie so getroffen wurden, dass es wirklich so ist, dass sie uns der Freiheit in Christus beraubt. Schau, ich habe vorhin davon erzählt, dass wir in unserem gesellschaftlichen Leben durch diese Festlegung von oben, von dieser Situation, in der wir uns befinden, dass wir in eine Unfreiheit geführt sind. Und in unserem Glaubensleben ist es genau so, wenn du dich festgelegt hast, was in deinem Glaubensleben sein darf und was nicht sein darf, was der Herr tun darf, was der Heilige Geist in deinem Leben tun darf, wie du ihn als Person kennenlernen darfst, wie du über Wunder denkst, über Zungenrede oder all diese Dinge. Wenn du dich da so festlegst, dass du sagst, nein, damit will ich nichts zu tun haben, wird sich deine Freiheit in Christus nicht so sehr weiterentwickeln können. Weil die Festlegungen finden in unserem inneren Menschen statt. Und der innere Mensch, den will Gott von Tag zu Tag erneuern. Er will dich von innen jeden Tag stärken, dich wirklich für sein Wort begeistern, dich segnen, dich erfrischen, dich aufbauen. Alle diese Dinge, die will er in deinem Leben tun. Und er möchte wirklich, dass das Wort Gottes sich mit deinem Glauben verbindet.
Er wird dir keine Schlange geben, wenn du um Brot bittest, und er wird dir gute Dinge geben. In der Bibel steht in Hebräer 4, Vers 1, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Schau, das ist das, was bei einer Festlegung passiert. Du kannst das Wort Gottes hören, du kannst über Zeichen, Wunder und all diese Dinge hören, diese Kostbarkeiten kannst du sehen, in deinen Händen halten, und trotzdem ist es so, wenn es sich nicht mit deinem Glauben verbindet, nützt es nichts. Und das ist schon mal ein Teil meiner Ermutigung heute Abend, dass du es nachprüfst in deinem inneren Menschen, wo habe ich denn Festlegungen in meinem Glaubensleben getroffen? Wo sage ich denn, Gott muss aber das so oder so machen in meinem Leben? Wenn er mich also nicht heilt, dann ist Gott nicht fair. Dann ist er unfair und dann ist das alles für mich ganz schwierig. Versteht ihr? Das ist eine Festlegung. Und wir müssen einfach ab und zu mal innehalten und unsere Herzen aufmachen, prüfen und unter Umständen Ketten zerreißen lassen durch die Kraft des Wortes Gottes, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er wird die Freiheit in Christus dir geben. So, wir wollen jetzt diesen Bibeltext anschauen. Der ist wirklich ein bisschen vielleicht für den einen oder anderen ungewöhnlich, aber das war ja mein Ursprungsbibeltext, über den ich so zu diesem Wort festlegen gekommen bin. Und da musst du aufschlagen, 1. Könige 20, so Vers 28 und so, also eigentlich ab Vers 21 bis 28. Und ich lese kurz diesen Bericht vor. Das ist ein biblischer Bericht, wo es für mich genau um dieses Thema geht, dass man Gott festgelegt hatte, wie er zu handeln hat und wie nicht. So, es geht eigentlich hier um eine Kampfsituation. Es geht darum, dass der König von Israel, Ahab, und der König Aram von den Aramäern miteinander im Streit liegen. Und Ben-Hadad, das ist der König von Aram, entrann mit Rossen und Reitern in der ersten kämpferischen Auseinandersetzung. Und der König von Israel zog aus und schlug Ross und Wagen, und so schlug er die Aramäer in einer großen Schlacht. Da trat der Prophet zum König von Israel und sprach zu ihm: Wohlan, rüste dich und merke auf und sieh zu, was du tust. Denn der König von Aram, Ben-Hadad, wird gegen dich heraufziehen, wenn das Jahr um ist. Aber die Großen des Königs von Aram sprachen zu ihm: Weißt du was? Ihr Gott ist ein Gott der Berge. Darum haben sie uns überwunden. Aber wenn wir mit ihnen in der Ebene kämpfen könnten, was gilt's? Dann können wir sie überwinden. Und dann kommt es wirklich dazu, dass Ben-Hadad wieder gegen das Heer von Israel antritt. Und dieser Ben-Hadad hörte auf die Stimme von seinen Leuten, die gesagt haben: Hey, Gott macht das immer nur so da oben auf den Bergen. Da hat er Sieg, da lässt er das Volk Israel siegen. Aber pass mal auf, wenn wir die unten im Tal erwischen, dann wird das anders ausgehen. Dann werden wir gewinnen. Als nun das Jahr um war, also wir lesen jetzt Vers 26, bot Ben-Hadad die Aramäer auf und zog herauf nach Afek und gegen Israel zu kämpfen. Und die Israeliten wurden aufgeboten, versorgten sich und zogen ihm entgegen, und sie lagerten sich gegenüber wie zwei kleine Herden Ziegen. Also die einen da und die anderen da, und es war so ein bisschen erstmal so eine Warteposition.
Und dann gibt es hier diesen einen Satz, den finde ich ja schon mal sehr beachtlich. Da heißt es, von den Aramäern aber war das Land voll. Das heißt, unglaublich viele Feinde. Und da trat der Mann Gottes herzu und sprach zum König von Israel. So spricht der Herr. Also jetzt kommt Jahwe selbst ins Spiel. Jahwe kommt selbst mit einem Wort zum König von Israel. Und er sagt, Jahwe sagt, weil die Aramäer gesagt haben, der Herr sei ein Gott der Berge und nicht ein Gott der Täler, so habe ich diese große Menge in deine Hand gegeben, dass ihr erkennt, ich bin der Herr. Ist das nicht erstaunlich? Ist das nicht ein krasses Wort? Gott selber hatte gehört, dass der Feind behauptet hat, lass die mal unten ins Tal kommen, da werden wir die locker besiegen. Und Gott lässt sich das nicht nehmen. Er lässt sich nicht festlegen. Er lässt sich schon gar nicht vom Feind festlegen. Also versteht ihr, wenn du jetzt denkst, oh, das ganze Land ist voller Feinde, ich kann mich nicht bewegen, es ist alles nur noch schrecklich, dann musst du wissen, Gott hört, Gott sieht und Gott antwortet. Und das ist genau hier der Fall. Gott selbst tritt auf den Plan. Und Gott selbst sagt zu dem König von Israel, pass mal auf, ich gebe dir alle die Feinde in deine Hand. Alle. So, und dann Vers 29 sagt, und sie lagen einander gegenüber 7 Tage. Und am 7. Tag zogen sie in den Kampf. Und die Israeliten schlugen die Aramäer 100.000 Mann Fußvolk an einem Tag. Kannst du dir vorstellen, wie viel 100.000 Mann, 100.000 Menschen an einem Tag sind, die umkommen? Dagegen sind unsere Corona-Zahlen wirklich eine Lachnummer. Dann heißt es im Vers 30, und die übrigen flohen nach Afek in die Stadt. Und dann, pass auf, und die Mauer, also die übrig gebliebenen vom Feind, flohen nach Afek in die Stadt. Und die Mauer fiel auf die übrig gebliebenen. Und dann kommt die Zahl. 27.000 Mann. Kannst du dir vorstellen, was das für eine Mauer gewesen sein muss, die 27.000 Mann erschlägt? Vielleicht war es eine Mauer, wo schon geguckt wurde, ob man in die Stadt reinkommen kann, ob das wirklich so ist, dass man die überwinden kann, die Mauer oder wie auch immer. Und dann heißt es, Ben-Hadad, also der König, floh in die Stadt und verkroch sich von einer Kammer in die andere. So. Das war ein Bericht, eine Geschichte, die mich wirklich begeistert hat. Warum? Hier heißt es, diese interessante Situation, die Großen des Königs sprachen, ihr Gott ist ein Gott der Berge und darum haben sie uns überwunden. Aber wenn wir mit ihnen in der Ebene kämpfen könnten, was gilt's? Wir wollen sie überwinden. Für die war völlig klar, dass Israel nur deshalb gewonnen hatte, weil Gott ihnen oben auf dem Berg geholfen hatte. Sie hielten Gott für einen, der eine begrenzte Macht hatte, der nur eben in bestimmten Situationen seinem Volk hilft, der sich nur in seinen eigenen Spielregeln bewegen würde und er würde eben nicht dort sein, wo es diese Talerfahrungen gibt, wo das nicht so leicht zu marschieren ist. Als ich über diesen Vers nachdachte, da habe ich empfunden, dass wir auch so oft genau so denken. Wenn es uns gut geht, wenn wir also auf diesen Höhen sind, dann ist Gott berechenbar, dann hilft er uns ja, dann schenkt er uns Siege, dann geht es uns gut, dann haben wir Erfolg, dann haben wir keine Not, dann läuft das Leben und wir sind einfach glücklich und wir strecken uns aus, wie wir noch dies und das und jenes arrangieren können und haben können.
Gott ist dann einfach so kalkulierbar, so einzuordnen. Er tut genau das, was wir eigentlich so möchten, und er gibt uns, was wir brauchen, oder ja, unserer Festlegung nach ist Gott dann so, wie er eben ist, wenn er genauso handelt, wie wir das wollen. Aber wenn wir in unsere Täler kommen, ihr kennt diesen Psalm 23, wo es von dem Todestal die Rede ist. Ich weiß, dass einige von euch in großen Herausforderungen sind, in diesen Talerfahrungen, in diesem Tal der Bedrängnis, wo man nicht einfach so durchmarschieren kann, in einem Tal, wo Sorge ist um ein Baby, um ein Kind, um einen Vater, um eine Mutter, eine Schwester, einen Bruder, egal um wen. Es ist Sorge da, es ist Befürchtung da, es ist Krankheit da, Not, Jobverlust, all diese Dinge. Das sind die Todestäler, das sind die Talerfahrungen, und die mögen wir nicht. Und dann fangen wir an, Gott irgendwie in Frage zu stellen, und dann sagen wir genau wie der Feind: ja, auf den Höhen, da hilfst du uns, aber jetzt, wo wir unten im Tal feststecken, da wirst du uns nicht helfen. Und das ist genau dieses, was wir in den Umständen unseres Alltags bewegen müssen. Denn dann sieht auf einmal im Tal Gott so anders aus. Er scheint uns so fremd zu sein. Und dann stimmt das nicht mit unserem inneren Gefühl, mit unserem inneren Glaubensfundament überein. Und dann beginnt der Feind obendrein noch einen Keil dazwischen zu treiben in die Beziehung zu Jesus. Und dann ist das mit dem Bibellesen so schwierig, und dann können wir keine Erfrischung mehr aus dem Wort Gottes ziehen, dann können wir keine Ermutigung mehr daraus ziehen, sondern wir sehen nur noch, wie schlimm und schlecht es uns geht, und wir kommen in dieses Klagen: warum hast du uns nicht geholfen? Du hast doch schon mal geholfen, als wir auf den Bergen waren, als es uns gut ging. Der Feind stellt Gott immer, immer als unberechenbar und unfair dar. Als einen, der manchmal eben hilft und manchmal eben nicht ganz, wie es ihm passt. Der willkürlich eine Sache durchzieht und dem wir in diesen Talerfahrungen anscheinend egal sind. Aber ich möchte was sagen. Es gibt auch hier die Möglichkeit der Veränderung. Auch in dem, wo wir uns im inneren Menschen jetzt festgelegt haben und wo wir sagen: ich glaube, Gott hilft mir jetzt nicht, oder er tut das nicht, was ich jetzt brauche. Wir können uns verändern. Auch in den Dingen unseres Glaubens gibt es noch so viel mehr zu entdecken. So viel mehr an Fundamentarbeit, so viel mehr an Dingen, die wir mit Gott erleben können, so viel mehr an Wundern, an Zeichen, an Erweisungen seiner Kraft, an Reden, am Hören seines Wortes. Es gibt so viel mehr an Dingen, die er uns zukommen lässt, so viel mehr an Bewahrung, so viel mehr an Sieg, so viel mehr an Herzensbewahrung. Weißt du was, du wirst deinen Körper nicht mitnehmen in die Ewigkeit, sondern du nimmst dein Herz mit. Du nimmst das mit, was du im Inneren gebildet hast. Du nimmst das mit, was du hier im Glauben errungen hast, wo du zu einem Überwinder ausgebildet wurdest. Das nimmst du mit. Wir sollten uns Gott nicht in unserem Leben durch unsere Festlegungen begrenzen. Heute heißt es einfach: stecke deine Zeltpflöcke weiter, mach Raum für das, was Gott für dich noch hat. Veränderung ist angesagt in einer Zeit, wo wir dringend in diesen Veränderungsprozess rein müssen. Ihr Lieben, wir haben wirklich eine Welt um uns rum, eine, ich habe es ja schon zwischendrin erwähnt, es ist sehr, sehr schwierig in den Festlegungen, in denen wir ja jetzt alle stecken, wirklich das Leben zu gestalten, wie es vorher war. Es wird aber kein Zurück mehr dahin geben. Und alle die Dinge, wenn du das jetzt in den Nachrichten ab und zu hörst: ja, eine Lockerung hier, und ja, vielleicht dann doch, oder im Sommer vielleicht, vergiss es.
Du musst sehen, dass du in deinem Glaubensleben aufgebaut bist. Du musst sehen, dass du wirklich diese Festlegungen aus deinem Herzen rausreißt, dass du diese Ketten sprengst und dass du mehr von Gott erwartest. Erwarte doch, dass er zu dir so deutlich spricht, dass du denkst, er steht direkt neben dir. Erwarte doch, dass er dir hilft mit einem Job, dir hilft mit den Dingen, in denen du jetzt im Moment in diesem Tal rumläufst. Denn er ist der einzige Fels, auf dem wir stehen müssen. Und er will das tun. In unserem Text heißt es ja, das ganze Land war voll von Aramäern, das ganze Land war voll Feind. Und das ist diese feindlichen Aktivitäten, die in unserem Glaubensleben genauso da sind. Diese feindlichen Attacken auf unser Leben und vor allen Dingen auf unseren Glauben. Es geht in allen den Dingen, ihr Lieben. Also ich weiß es von mir selbst. Wenn ich durch schwierige, herausfordernde, lebensbedrohliche Krankheitsdinge durchgehen musste, ich wusste zutiefst, es geht nicht nur um diese äußere Krankheitssache, um diese Schmerzen, um diese Bedrängnis oder was auch immer, sondern es ging immer um mein Herz. Es ging doch immer um meinen Glauben. Es ging doch immer darum, kann ich mich im Glauben über diese Situation erheben? Kann ich mich im Glauben immer noch nach Gott ausstrecken und sagen, Herr, auch wenn ich jetzt hier in diesem Tal laufe, du bist mein Gott. Du hast die Majestät, die Ehre, die Kraft, die Power. Du hast alles in den Händen, dass du mich hier durchbringen willst und kannst. Gott lässt sich von uns wirklich nicht festlegen. Du kannst ihn nicht in eine Schublade stecken und er lässt sich vor allen Dingen nicht vom Feind begrenzen. Er bietet alles auf. Wenn der Feind kommt, er wird alles aufbieten, damit er den Feind in seine Schranken weist. Und schau, der Herr hat doch gesagt, weil Aram gesagt hat, dass Jahwe ein Gott der Berge ist, aber nicht ein Gott der Ebenen, werde ich diese gewaltige Menge in deine Hand geben und ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin. Ihr werdet wissen, dass ich Jahwe bin. Du wirst wissen in deiner Situation, dass Gott Gott ist, dass Gott Jahwe selbst dafür steht. Du wirst wissen, dass der Herr an deiner Seite ist. Du wirst es wissen. Und Gott spricht dir heute zu, ich bin nicht nur ein Gott, der auf den Höhen da ist, da wo es dir gut geht, sondern ich werde in den Tälern der Herausforderung da sein. Ich werde meinen Sieg hervorkommen lassen. In den Tälern werde ich Quellen auftun, damit eine Erfrischung da für dich da sein wird, die dir wieder aufhilft. Im Psalm 84 heißt es, glücklich ist der Mensch, in dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen und sie gehen von Kraft zu Kraft und sie erscheinen vor Gott in Zion. Du gehst von Kraft zu Kraft. Selbst, weißt du, da liegt ein Geheimnis drin, auch in deiner Schwäche, auch in der Ausweglosigkeit, die du jetzt vielleicht empfindest. Du gehst trotzdem von Kraft zu Kraft, weil Gott in dir lebt. Du bist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Gott, der in dir lebt, Jesus in dir, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er macht dein Tal zu Quellorten seiner Kraft. Entscheide dich ganz neu, Gott zu vertrauen und an Jesus auch an erste Stelle zu setzen, die erste Stelle in deinem Herzen, die erste Stelle, nach der du alle deine Entscheidungen ausrichtest, den, der, wie soll ich sagen, der die Agenda ist, nach der du irgendetwas festlegst. Für mich war das auch in meinem Glaubensleben an manchen Stellen sehr, sehr wichtig, dass ich mich von übernommenen oder gelernten Glaubensfestlegungen zu trennen. Und ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht dieses wirklich aktiv gemacht hätte. Mich getrennt von Dingen,
die einfach so nicht von Gott für mich gedacht waren, sondern wo er meinen Weg weitermachen wollte, wo er mich weiterbringen wollte. So, ich bin nicht für alles offen, das muss ich auch noch mal sagen, aber ich bin offen für jede Veränderung, die der Heilige Geist in mein Leben hineinbringt. Jetzt wollte ich noch mal gucken. Genau, ich wollte noch mal sagen, es ist nicht nur das, was ich so quasi im Alten Testament gefunden habe, dass Gott sich nicht festlegen lässt, sondern im Neuen Testament, gerade im Neuen Testament, siehst du an dem Beispiel vom Leben, das Jesus gelebt hat, dass auch er sich niemals von einer Gleichheit der Situationen hat festlegen lassen. Er war immer anders. Er war in allen Situationen immer ganz neu, ganz anders, ganz frisch und trotzdem immer der Gleiche. Und du kannst kein Muster daraus entwickeln, Gott muss immer oder Jesus muss immer so und so und so handeln, sondern er ist immer anders. Und das Ziel von Jesus war, dass wir erkennen, dass er der Herr ist. Und das war ja auch in diesem Bericht von dem König Ahab und Ben-Hadad war ja das auch. Diese Story sollte darin ihren Höhepunkt bekommen, dass es heißt, siehe, heute gebe ich sie in deine Hand und du wirst erkennen, dass ich der Herr bin. Was der Herr möchte, ist, dass wir ihn in jeder Lage und in jeder Situation erkennen. Jesus kam und kommt in unser Leben, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen, die gebrochenen Herzen zu verbinden, Gefangene aus dem Kerker freizusetzen, ihnen wirklich diese Freilassung zuzurufen, den gebundenen Öffnung des Kerkers, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Und das ist eine Zeit der Veränderung für uns. Ich bete, dass der Herr wirklich in deinem Herzen jetzt eine Offenbarung schenkt, wo du in Festlegungen dich aufhältst, wo du in Festlegungen dich vergraben hast, wo du denkst, du kannst da nicht raustreten. Ich bete, dass der Heilige Geist jetzt in dein Leben hineinspricht, dass er gerade jetzt dir das ganz deutlich macht, wo du Festlegungen getroffen hast und wo er dich in seine Freiheit führen will, wo er die Dinge, die der Feind auf dein Leben gelegt hat, wo er dich in Sklaverei hält, wo der Herr dir eine Invasion schickt, die dich frei macht, die dich freisetzt zu einem Leben mit Gott. Ich bete, dass du jetzt gerade spürst in deinem inneren Menschen, dass Gott etwas Neues in deinem Leben tut, dass er mehr für dich hat. Streck dich aus nach mehr, guck über den Tellerrand, guck, was es gibt und lass dein Herz in einer beständigen, Herz-zu-Herz-Prüfung mit dem Heiligen Geist sein. Denn er hat mehr für dich, er wird dich weiterführen und er wird ganz neu dein Leben auf einen festen Grund stellen. Und dieser feste Grund ist Christus, der Herr. Jesus, der Fels.